Wenn alles gut geht, bringt man fast 28 Mannschaften zusammen, die beim 12. Integra Cup am 31. Mai im Kapfenberger Franz-Fekete-Stadion teilnehmen werden. Die Schulinspektorin unterstützt diese Veranstaltung insofern, als dass sie den Schulen, von denen Klassen teilnehmen, freigibt. Aber warum wird der Integra Cup vom österreichischen Zivil- und Invalidenverband veranstaltet? Ja, vorhin Integrationsklassen haben wir in der Steiermark sehr viele und wir sind bestrebt, dass auch Integrationskinder mit uns gemeinsamen Sport betreiben. Rund 360 Personen müssen vor Ort betreut und verköstigt werden, wobei man diesbezüglich auch immer wieder auf Sponsoren zurückgreift. Ein sympathischer und hilfsbereiter Ansprechpartner ist in diesem Fall Andreas Gamsäger von McDonald's. Ja, man muss natürlich klar sagen, über die letzten 20 Jahre, wo ich hier bin, habe ich mir gewisse Veranstaltungen herausgesucht und die betreue ich und die sponsere ich mit. Und bei neuen ist es schwierig, da hereinzukommen. Also es geht nicht, dass man heute bei allem dabei ist. Man sucht sich das schon sehr genau aus. Worauf legen Sie da beim Aussuchen genau Wert? Ja, der integrative Hintergrund ist mir natürlich sehr wichtig, dass man auch einen sozialen Hintergrund hat und auf das schaut man. Volksschulen und Hauptschulen werden bei diesem Fußballturnier teilnehmen, wobei rund 13 Mannschaften aus dem Bezirk stammen. Und der Integra Cup ist für alle was ganz Besonderes. Ja, es ist in der Zwischenzeit schon eine traditionelle Veranstaltung. Und uns liegt am Herzen, dass man die Jugend im Zusammenleben mit Menschen mit Handicaps aufklärt und dass sie das Normal empfinden, und zwar auf beiden Seiten. Und der Integra Cup ist eigentlich, kann man sagen, die einzige Sportveranstaltung in Österreich, wo Gesunde teilnehmen, weil es einen Behinderten in der Klasse haben. Und es hat sich in meinen Augen sehr gut entwickelt. Wir haben heuer das erste Mal sogar über die Grenze Gäste aus Ungarn und Slowenien. Und das ist sicher, glaube ich, für uns eine Ehre, dass man sich auch im Ausland beginnt zu interessieren. Als Austragungsort dient wieder das Franz-Fekete-Stadion in Kapfenberg, das für diese Veranstaltung kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, und zwar vor allem für die Integration und viele, viele Mannschaften, die da mit dabei sind, die wiederum im Stadion das beleben alles. Auch viel Jugend ist mit dabei und das ist für uns ganz toll. Wie schaut es aus, Menschen mit Handicap? Es ist immer schwierig, diese zu integrieren. Teilweise in Österreich ist das auch mit einem negativen Teil behaftet. Wie möchte man in Zukunft hier in Kapfenberg diesbezüglich vorgehen? Ich glaube, es wird schon sehr, sehr viel gemacht in Kapfenberg. Wir haben ja über die Lebenshilfe und eben Integra Cup und viele andere Veranstaltungen auch, die für die Integration dieser behinderten Menschen mit Handicap gemacht wird. Und ich glaube, das ist ganz, ganz toll. Vor allem die Jugend versteht das heute schon bereits viel, viel besser wie früher. Früher hat man also bei der Lebenshilfe oder vorbeigerannt ist man. Heute schaut man hinein und hat Kontakt mit den Menschen.